the gay shame, I don't think there's one trait that is not like zeroed in on by gay people for being like loathed. Do you know what I mean? Like two. Even gay people. No, gay people are the worst. Yes. They're the worst. Honestly, nobody hates gay people more than gay people, and nobody hates gay guys more than themselves. Yeah, absolutely. Naja, ich meine, du bist ja irgendwann mit so, keine Ahnung, 13, 14, 15, keine Ahnung, wie viel später, halt so einkaufen und man steht in der Männerabteilung, wo die Unterwäsche ist und die Models an den Verpackungen so mit einem Sixpack da sind, dass man vielleicht doch auf Männer steht. Weil in der Frauenabteilung ist es irgendwie doch nicht so geil. Und, also, abgesehen von anderen irgendwie Gründen wie Musik und was weiß ich und wie man sich anzieht und keine Ahnung, dass man immer noch irgendwie gefreundet hat. Ja, und dann bist halt erstmal mit zu 14 stehst halt da und weiß halt gar nicht, was du machen sollst, weil du irgendwie auf dem Kopf, also im Kopf aufwächst, wo es ungefähr zwei Schwule gibt, die jeder kennt und die ungefähr einer Generation von dir versetzt sind und die zusammen sind, weil es ja sonst keine gibt. Und halt dieses Schwulsein immer so, Schwulsein, keine Ahnung. Ja, und stehst halt da und so, was mache ich jetzt? Und dann outest dich, wenn du halt die Umgebung dafür hast. Ja, dann wissen es halt alle, dann kriegst du halt die ganze irgendwie scheiß Sprüche, aber naja, mei, damit lebt man ja. Und naja, dann stehst du halt so da, niemand sonst ist schwul, so, was wird das jetzt? Und dann irgendwann kriegt man diese ganze Popkultur mit und man kriegt halt, hey, es gibt ja andere Schwule und es gibt bekannte Schwule, es gibt, keine Ahnung, Promi-Schwule und kriegt man das halt so mit und dann irgendwann kriegt man ja Porno mit, irgendwann kriegt man halt sogar diese Social Medias, also so Social Dating Media mit und irgendwas ist so, ah okay, es gibt auch noch andere Schwule in meinem Umkreis, also so 20 Kilometer entfernt. Und hey, ich bin nicht der Einzige, ne? Ja, und dann irgendwann mit so 16, 17 fängt man so dieses Daten an und man denkt sich so, hey, rumvögeln ist ja das Beste, was es gibt und eigentlich, ja, ich bin ja schwul, also ich soll ja nur rumvögeln und dann vögelt man halt so ein paar Jahre rum, bis man irgendwie feststellt, naja, vielleicht ist es irgendwie doch nicht so super. Also ich meine, es ist ja schön und gut, aber irgendwann ist es so, ja und jetzt? Ja, und dann irgendwann kriegt man so mit, dass wenn man gut wahrgenommen werden möchte in der schwulen Community und wenn man gut ankommen möchte, sollte man ungefähr ein Sixpack haben am Modelgesicht und also wie ein Unterwäschemodel ausschauen. Also scheißegal wie die Persönlichkeit ist, hauptsächlich gut ausschauen. Und irgendwann kriegt man sogar mit, okay, es ist auch nicht gut, wenn du zu feminin bist, wenn du zu aufgedreht bist, wenn du zu viel schwul bist. Und dann macht man so mit, dann macht man komische Fotos mit einem Cappy und mit einem Hoodie drauf, sodass es ja einigermaßen heteromäßig ausschaut. Dann kriegt man ja dementsprechend die Nachrichten und jeder will mit
die halt umvögeln und was weiß ich. Ja, und da macht man halt so mit, weil mit so 18 oder keine Ahnung, selbst 16 oder sowas, weiß man halt echt nicht, was normal ist oder was halt normal sein sollte oder überhaupt. Also, was soll man da eh wissen, weil man kriegt ja eh gar nichts mit. Man weiß eh nicht, was man überhaupt ist, wie man sich benehmen soll, was man machen soll. Das ist eh wie so, ja, wirf halt das Baby ins Wasser und sag ihm mal, schwimm halt mal, ne? Und, ja, dann irgendwann stellt man halt so fest, naja, eigentlich so wir als Schwule irgendwie kämpfen die ganze Zeit dafür oder wollen, dass wir halt akzeptiert werden, wir wollen, dass wir gleichgestellt werden, wir wollen ja, dass es normal ist, schwul zu sein, keine Ahnung. Und dann am Ende kriegt man halt mit, dass eigentlich die Schwule halt die Schwulen diskriminieren, nur weil die zu schwul oder zu alt oder zu dick oder zu feminin oder was auch immer sind. Und ich denke mir dann so, naja, dann halt, warum muss man jetzt halt als Schwuler an Schwulen diskriminieren? Warum können wir nicht einfach halt leben und leben lassen und halt, ja, so einfach die Menschen irgendwie als Menschen wahrnehmen und nicht nur als so Körper, wo man sagt, hey, der hat ein Sixpack, mit dem hätte ich gerne, keine Ahnung. Sondern halt einfach als Menschen und einfach Menschen, so wie Menschen sind, akzeptieren und so nehmen und sagen so, ja, okay, mach halt, ist doch alles egal, halt, mach, was du willst, tu dich zeigen, wie du magst, tu das machen, was du magst. Warum muss man halt gleich irgendwie sagen, hey, ich stürme nur auf muskulöse Typen oder sowas. Das ist so, ja, wie wenn, ja, es ist einfach, weiß ich nicht, ich verstehe einfach dieses Ding nicht, wo man sagt, hey, ich bin schwul, ich lutsche ja Schwänze in der Nacht, aber pff, nee, wenn du zu feminin bist, nee, da ist schon mal dann aus. Also, es geht ja gar nicht. Und dann denke ich mir so, toll, so, wenn halt, wenn man die Schwulen, also ich sage jetzt halt Schwulen, ich meine klar, diese ganzen Queer-Sache, was auch immer, LGBTQI+, keine Ahnung, wenn man so sagt, naja, wir wollen ja akzeptabel, also wir wollen halt akzeptiert werden, wir wollen ja normal werden, ich meine so, ja, wie will ich denn bitte akzeptiert werden, wenn ich selbst nicht alle um mich herum akzeptiere? Wofür kämpfe ich dann die ganze Zeit? Was will ich dann erreichen, wenn ich dann sage, nee, also die femininen Schwulen, die sind mal zu schwul. Das mag ich ja nicht. Ich mag die Typen, die in Nürnberg zu Fit One gehen, da Selfies machen bei den ganzen Einrichtungen, die sie haben, in der Dusche rumvögeln und bloße auf Hetero machen und diese Sportturn-Utah-Beutel tragen. Denk mal so, ja, Glückwunsch. Halt, was bringt das? Weil, wenn man irgendwie als, ich sag jetzt mal, Outside-Stander oder selbst halt als Schwuler oder keine Ahnung, halt, also Minderheit, man sagt, hey, wir grenzen innerhalb der Minderheit aus. So, was ist das für ein Sinn? Das ist, ich bin selbst ausgegrenzt und dann grenze ich sogar selber aus. Das ist halt, warum?